Ich möchte ganz subtil Werbung für die Night of Open Knowledge im November in Lübeck machen. Und ich hatte ein bisschen Spaß mit dem Logo. Das ist das Logo der Veranstaltung. Und wenn ihr das so ein bisschen anguckt, dann stellt ihr fest, das Wasser bewegt sich. Und durch das Wasser werden auch die Algen so ein bisschen sanft hin und her geschubbert. Und ich kann hier ein bisschen die Fische ärgern. Dann schwimmen sie weg. Und weil sie aber natürlich pflichtbewusst Teil des Logos sind, kommen sie auch wieder brav zurück. Damit kann man dann entsprechend auf unserer Webseite nuke-lübeck.de spielen. Und bei der Gelegenheit kann man sich dann auch überlegen, ob man dort Vorträge einreichen möchte für diese sehr gute Veranstaltung im November. So, wie funktioniert das Ganze? Ich habe das Beispiel ein bisschen reduziert, damit wir hier uns mal erstmal nur über diese Wasserwelle Gedanken machen können. Das ist eine SVG-Grafik und in dieser SVG-Grafik befindet sich im Wesentlichen hier eine sehr lange Fahrtdefinition, das ist diese geschlüngelte Kurve. Und die wird durch eine JavaScript-Animation von rechts nach links durchs Bild bewegt. Der coole Trick dabei ist, dass SVG Clip-Pfade beherrscht. Das heißt, an ungefähr dieser Stelle, ja genau hier, habe ich definiert, dass wir von dem Pfad nur den Teil sehen, der sich auch tatsächlich in unserer Schüssel befindet. Entsprechend haben wir diesen schönen Effekt, dass dort eine Welle ist. Wir machen das mal ein bisschen sichtbar, indem wir den Clip-Pfad tatsächlich als Pfad darstellen und den Effekt dafür hier unten rausschmeißen. Das heißt, jetzt sehen wir diese Ellipse hier tatsächlich. Und wenn ich das jetzt neu lade, dann sehen wir, ja, das ist der unsichtbare Kreis, der eben noch der Clip-Pfad war. Und jetzt sehen wir, er ist furchtbar langweilig. Ich schiebe das Ding da einfach durch und dann springt es rechts wieder hin. Und dadurch, dass das zweimal exakt identisch die gleiche Welle ist, haben wir eine kontinuierliche Animation an der Stelle. Das nächste sind die Algen, die sich dort ein bisschen sanft im Wasser wiegen. Das ist wieder eine CSS-Animation angewendet auf die SVG-Datei. Und zwar hier mit Hilfe des JavaScript-Befehls animate auf das richtige Objekt. Und was ich dann mache, ist eine Skew-Transformation. Ich habe das hier jetzt mal ein bisschen drastischer dargestellt, damit man auch tatsächlich den Effekt sieht. Das heißt, wir haben von minus 20 Grad auf 20 Grad diese entsprechende Verzerrung dort. Und das sieht bei den Algen aus, als würden sie sich im Wasser wiegen. Auf dem Rechteck daneben kann man den eigentlichen Effekt sehen. Und dann ist es in Wahrheit auch noch eine Mischung aus X und Y. Dann wabert es noch ein bisschen mehr. Gut, zum Schluss, was passiert den Fischen? Das ist genau das gleiche wie mit den Algen. Lediglich der Ankerpunkt der Transformation ist ein anderer. Während wir bei den Algen um diesen Punkt das Ganze transformieren, transformieren wir es bei den Fischen um ihren Mittelpunkt. Deswegen machen sie eine etwas sehr komische Bewegung, um sich dann schnell aus dem Bild zu verziehen, um dann zurückzukommen. Ja, damit bin ich noch drastisch unter den 5 Minuten, das ist seltsam, das muss an diesem Ort liegen. Folgt also jetzt der Call to Action. Erstens, guckt euch die Nuke-Webseite ein, ihr müsst da unbedingt einreichen, sehr gute Veranstaltung. Zweitens, wer Vorschläge hat, wie man mit Skew und Translate und ähnlichem eine schönere Flossenschlagbewegung dieses Fisches hinkriegt, ich bin da offen für Optimierungen. Ich glaube, da geht noch was.